Was erwartet uns hinter dieser Tür? Wir wissen es nicht. Asgore. Asgore. Oder Asgore. Ja, der hoffe ich nicht gleich. Der scheint ein fieser Typ zu sein. Wir sollen nicht zulassen, dass er unsere Seele nimmt. Ein Tipp, den ich gern befolgen möchte. Ja. Also ich hatte auf etwas Spektakuläreres gehofft. Ich dachte gerade, das wäre im Spiel. Das ist bei mir hier vor der Tür, die ja. Sirenen. Das klingt ja komisch. Okay, ja, es kommt nicht. Nee, momentan ist gar keine Musik. Nee, in der Tat. Blumi schon wieder. Okay. Ob wir unsere Wahl mögen, das wissen wir noch nicht, ne? Das ist ja die Frage. Das werden wir erst später erfahren. Wir können nicht zurückgehen und unser Schicksal ändern. Das ist richtig. In dieser Welt ist es sterben oder getötet. Töten oder getötet werden, so rum. Sterben oder getötet werden. Das Geile ist, das war es ja bis jetzt noch überhaupt nicht eigentlich. Oder fast gar nicht, ne? Nee, ne? Ich weiß nicht, Blumi. Blöde Blume macht hier völlig falsches Framing. Ich glaube auch das Gefühl, Blumi, die hat auch doch vorhin das schon dieses fiese Gesicht gezeigt oder so. Ja, und sie sagt ja, die alte Hexe, also nicht Sex, so wie Hexenkünstler, aber so die alte Trulla, dachte, sie könnte die Regeln brechen. Aber sie redet von Toriel halt, ne? Das sind so. Ja, ja. Und ich glaube, Blumi ist nämlich ein Arsch und Toriel ist nämlich lieb. Das ist so mein Vibe hier. Ja. Ja, guck, sag's auch mal, Toriel. Ja, sie hasst halt die Menschen, ne? Das kann man ja auch nachvollziehen, wenn es da halt so einen Krieg gab, ne? Ja. Sind die nicht so gut aufeinander zu sprechen. Und Toriel versucht den Menschen zu helfen. Oder vielleicht beiden. So, mal gucken, was das genau ist. Ja, aber am Ende, ja, guck, was hier Blumi immer ist. Sie konnte nicht mal sich selber retten, okay. Was für ein Idiot. Ja, Blumi ist schon ein bisschen schwierig. Jetzt geht quasi erst jetzt geht's erst richtig los. Scheint. Bisschen gruselig hier jetzt mit der ominösen Musik hier in dem dichten Wald. Was, eine Kamera hinter dem Busch? Okay, what the heck? Warum? Wie? Wie kann dann was? Okay. Das ist unangenehm. Was war denn das gerade? Kaputt gegangen. Der Stock da ist kaputt gegangen oder der Ast. I don't like. Die Musik ist voll fies, ne? Also dieses, ja. Ist ja keine Musik. Wow! Hast du es gesehen? Oh. Ja, da lief was. Ach du Scheiße. Da kommt was. Geh weiter. Ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen. Martin, du kannst nicht. Ich kann nichts machen. Nein. Human. Don't you know how to greet a new pal? Weiß nicht, ob das ein neuer Freund ist von uns. Schauen wir uns mal um und schütteln seine Hand. Sollen wir uns umdrehen und seine Hand schütteln? Gott. Ja, Skletti. Oh, scheiße. Ach so, er hat ein Furzkissen da. Er hat ein Furzkissen, ja geil. Das ist boah, voll fies hier. Ja, wir sind ein Mensch. Ich meine, so ein Skelett lächelt ja auch immer, ne? Das ist immer wie nett. Das ist ein lustiger Typ. Das ist echt lustig. Der Sans. Sans das Skeleton. Okay. Er soll auf der
Er soll nach Menschen Ausschau halten. Aber irgendwie hat er keine Lust, jemanden zu fangen. Sein Bruder Papyrus, okay. Der jagt Fanatik. Menschen. Der ist fanatisch dabei. Den lernen wir bestimmt noch kennen. Okay. Oh, wo ist er? Okay, wir sollen durch das Tor gehen. Und dann? Okay, uns diese Lampe verstecken. Hinter diese Lampe, die zufälligerweise wie unser Körper geformt ist. Sup, Bro? Sup, Bro? What's up, Bro? Der hat ja auch der schon ein fieseres. Der sieht fieser aus. Ja, ja. Ja. Hallo. Okay, 8 Tage. So, 8 Tagen. Du weißt, dass der Puzzle nicht rekalibriert ist. Es muss das anscheinend regelmäßig gemacht werden. Der rennt nur draußen rum. Was macht der überhaupt? So geil, dass die andere Schriftarten haben. Ja. Wir sollen sich die Lampe an. Wir sollen mal nicht auf die Lampe aufmerksam machen. Das ist eine schlechte Idee. Ich glaube, der weiß, wie sein Bruder tickt und der weiß dann schon, dass er das auf sowas gar nicht eingehen wird. Was ist dann immer so das Gegenteil? Der macht dann das Gegenteil von dem, was er machen sollte. Aus. Der mit seinen Boxhandschuhen da, guck mal. Ja, was, wenn ein Mensch vorbeikommt, ja. Immer bereit sein, auf jeden Fall. Er ist derjenige, er wird einen Menschen fangen. Dann der große Papyrus. Okay, bekommt anscheinend alles, was er verdient. Ja, Respekt, Anerkennung. Und er wird Teil der königlichen Garde. Königliche Wache, ja. Ja. Es gibt also offensichtlich einen König. Ja. Okay. Von Küssen überschüttet jeden Morgen. Na dann. Hör mal auf mit der Lampe, auch trotzdem. Du kannst sagen, der hat da Spaß dran, ne? Das gefällt ihm. Du willst voll reinreiten. Ja, ich glaube, er weiß, wie du schon sagst, dass es nicht funktioniert, aber ich sag mal, trotzdem bringt uns das hier ein bisschen ins Schwitzen. Ich bin nicht so ein Fan. Lazy Bones. Sitzt nur rum und macht Quatsch. Okay. Da hat er schon eine Menge gemacht. Das Skeleton. Skeleton. Das ist süß. Ja, der lacht nicht so richtig. Also noch ein bisschen. Muss auch noch lachen und hasst es. Okay. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, seine Stand-Up-Show der Suns. Okay, der kümmert sich um seine Puzzle, die anscheinend wichtig sind, und ah, da muss der aber auch mal einen Witz machen. Bisschen Rückgrat zeigen. Er kriegt aber keinen Zoom. Ja, sind halt doch Brüder, ne? Ja. Vom selben Stamm gefallen. Rauskommen. Puh. Ja, ein bisschen tricky gerade. Okay, sonst auf den Weg machen, weil sonst irgendwann zurückkommt, ist gefährlich. Okay, ein Checkpoint auf Sentry Station. Okay, verschiedene Flaschen, Ketchup, Senf, irgendwelche anderen Soßen. Okay. Eigentlich will ich ja nicht in die Richtung gehen, wo der komische andere Typ herkam, aber ja, wenn man Gefallen tun können, was möchte er denn? Sein Bruder wirkt ein bisschen niedergeschlagen in letzter Zeit, weil er noch nie einen Menschen gesehen hat. Und wenn er uns sieht, würde ich ja, das toll. Einen Tag versuchen, okay? Don't worry, he's not weiß ich nicht, ob er nicht gefährlich ist. Ja, geht's doch? Was ist denn das jetzt hier für eine dumme Idee? Ja, aber wir können ihn in die Richtung. Wir speichern erstmal. Ach, Gott sei Dank, erstmal speichern. Erstmal speichern. Okay. Auf jeden Fall ist da eine Kiste. Wir gucken erstmal. Also erstmal Schild lesen. Erstmal Schild lesen? Okay, wir lesen. Warnung drauf. Öffnen Sie nicht diese Kiste. Kampf. Oh, Snowdrake. Okay, so ein Schneedrache. Sieht ja scharf aus. Ja, der ist ja wie so ein, krass. Wie so ein verkleidetes Hühnchen. Ja, ne? Aber guck mal. Was war denn? Lach mal. Wir lachen mal, was man ja. So albern aber die gar nicht ernst nehmen können. Wir lachen, Snow. Bevor es irgendwas Lustiges sagt. Aber wir lachen, okay. Ja, aber dich, du hässliches Ding, du. Okay, er merkt, dass sein eigener Name
ein Wortwitz ist, aber was ist denn der Wortwitz bei Snowdrake? Keine Ahnung. Snowflake, natürlich. Snowflake, ja, Snowdrake. Aber warum Snowdrake? Also klar, es gibt das Wort Snowflake, aber ja, weil er auch schon aussieht ein bisschen wie so eine Schneeflocke, findest du nicht? Ja, guck mal, da in der Mitte. Das stimmt so ein bisschen, ne? Mit dem in der Mitte ist schon wieder eine Schneeflocke. Ja, hast recht. Vielleicht ist es nur ein Hühnchen, was aussieht, was eigentlich wie eine Schneeflocke aussieht, aber denkt, es wäre ein Schneedrache. Es hat sich bestimmt so eine Maske aufgesetzt. Schauen wir mal, was man machen kann. Ja, aber freaked out. Das war, glaube ich, der richtige Weg. Ja, das war der richtige Weg. Wir müssen ihn da fertig machen, indem wir über ihn lachen und nicht ernst nehmen. Obwohl, du machst es gleich nochmal. Vielleicht funktioniert es doch nicht. Vielleicht müsste man ihm einen Joke erzählen. Er hat einen anderen Angriff, anderes Pattern. Ja. Ah, er lacht über seinen eigenen schlechten Witz. Aber okay. Es geht auf jeden Fall weiter in diese Richtung, ne? Erzähl mir mal einen guten Witz jetzt hier. Erzähl mal selber einen Witz, okay, das ist natürlich genau. So. Wir machen einen schlechten Eiswitz. Okay. Und den kennt er schon. Kennt er schon. Okay. Der Herr guckt ein bisschen, wie die Zuschauer so draußen sind. Publikum. Das Publikum. Das der ganz genau. Vielleicht mal heckeln. Ja. Oder ein bisschen so nerven. Ja. Oh, wir buhen den aus. Okay. Oh, stimmt, der hat ja aufs Publikum. Ja, vielleicht ist das der Weg, dass wir geachtet. Dass wir den so ein bisschen ausbuhen. Dass das. Was? Das ist nicht wie ein nasses Kissen. Na gut, der ist ja auch so ein Vögelchen. Ne? Also einmal hat es nicht alles geklappt. Wir checken das mal kurz. Ich möchte gucken, was da steht. Das ist ja vielleicht wichtig. Okay. Oh, ein Teen-Comedian auch noch. Und versucht sein... Audience. Also es versucht das Publikum gefangen, also bei der Stange zu halten. Hat man ja, gesagt. Okay. Feizi und Cold Blood, oh Gott. Aber schau mal, sie haben jetzt übrigens auch 36 Leben, ne? Wir sind Level 5, ja. Übt schon an seinen nächsten Witz, ja, weiß ich nicht. Lach ihn mal aus. Ich glaube, das war bislang noch die. Ich fand das Ausbuhen, finde ich, glaube ich, besser. Die beste Variante. Ich finde das auch. Das, ja, das, na, dann mach, ja. Aber das ist ja Häkel, ne? Oder? Ja, genau. Ich glaube, dass das Richtige ist. Und dann ist er nicht irgendwann so unverunsichert, dass wir ihn dann. Aber eigentlich auch ganz schön fies, ne? Ich meine, das ist halt so ein Stand-Up-Comedian, der will halt ein bisschen was Lustiges machen und wir sind so ein Arsch im Publikum, der den fertig macht. Ja, das ist eigentlich genau das, was du nicht willst. Ja, ist ja nicht so, wir wollen hier eigentlich auch nur weg. Das ist so ein Straßenkünstler, der nicht weggehen lässt, weißt du, der noch an einen so noch Blitz hinterher wirft oder so. Also richtig bringt uns das nicht weiter, ne? Also ich würde bei dem Lachen bleiben. Das gab zumindest unterschiedliche Ergebnisse. Ja, okay. Worüber wir lachen. Ja, ist auch nicht zufrieden. Erst sollen wir lachen, sollen wir nicht lachen? Das ist das Beste. Okay. Jetzt erzähl du mal einen besseren Joke. Also erzähl mal noch einen Joke. Ja. Nochmal so einen schlechten Eiswitz. Shit. Ah. Warte mal, assess the crowd, aber. Was heißt denn das dann? Also was ist der Hinweis quasi? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was denkt er denn, was passiert? Ich bin auch nicht ganz sicher. Das System verstehe ich nicht so richtig dahinter. Er lacht über seinen eigenen schlechten Witz. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich bin auch nicht ganz sicher. Wenn man das, ob da irgendwas anderes passiert nochmal. Aber es scheint mir nicht so. Ja, das ist Assessing the Crowd. Jetzt hier nochmal ein Witz. Irgendwann mal was. Nee, das scheint auch nichts Neues zu sein. Ja, vielleicht muss man dem schlechten Comedian halt auch einfach eine reinziehen. Ich habe gehört, bei Oscar-Verleihungen ist das sehr angesagt. Ja, kommt an, wie der Witz so ist, ja. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Man kann natürlich einfach weggehen. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, natürlich. Ja, dann kriegt man natürlich nie Gold, ne? Ja, aber vielleicht ist das bei der Art von Gegner genau das Richtige. Also man darf diese Art von schlechtem Humor gar nicht unterstützen. Ach, guck mal, hier kann man was ablegen dann auch.
ist bestimmt so eine Box, die dann wie bei Resident Evil, die dann an unterschiedlichen Orten zugreifbar ist. Davon würde ich ausgehen. Das ist eine Quantum Entanglement Box. Ach, das ist eine Waffe, ist das? Ich dachte, das wäre halt irgendwie eine Rüstung eher, habe ich gedacht, wie der Handschuh, ne? Aber ist das besser jetzt? Ja, oder? Wir haben Attack 8 und Defense 0. Ich weiß nicht, was die Klammern ehrlich gesagt sind. Vielleicht ohne oder von Hause aus? Oder? Obwohl, wir haben ich habe keine Ahnung. Mensch, machen wir es toll, ne? Toys? Ach, 3, 1, 0. Aber dann sind ja die Tafs, die bei den Tafs war in Klammern 5, ne? Oder? Was auch 3? Jetzt einfach mal auswählen, ich weiß es nicht mehr. Ach, ja, 5. Ja, es ist höher, es ist bestimmt besser. Ja, wo ich eben nicht ganz verstehe, was. Höher ist immer besser. Das ist komisch. Ach, guck mal, jetzt können wir angeln. Ein Angel-Mini-Spiel, na endlich. Endlich sind wir in einem anständigen Rollenspiel. Mal gucken. Am Boden befestigt. Wir holen mal die Leine ein. Okay, ein Foto von einem Monster. Call me, hier ist mein Number. Wir entscheiden uns nicht anzurufen. Ach, warum nicht? Wir rufen doch auch die andere an. Telefon. Auch nicht ganz sicher, warum wir es uns entgehen lassen, sozusagen. Und okay, wir hängen das wieder rein. Okay, interessant. Aber es ist ein geiler Köder, so hier, ruf mich an. Für die Fische. Oh, scheiße. Dann haben wir Sans und seinen Bruder. Da ist es. Ich kann es gar nicht fassen, dass er Menschen sieht, glaube ich. Das fliegen sie gleich auseinander. Ja, okay. Ist ein bisschen, also, das ist bestimmt so, der hat bestimmt immer nur so ein großes Maul gehabt. Weiß ich nicht. I think that's a rock. Ein Felsen. Vor dem Felsen. Der andere. Ich wette, das geht nach hinten los für ihn. Hoffe ich nicht für uns. You shall not pass. Ja, und der große Papyrus uns aufhält. Okay, wir sollen zur Hauptstadt gebracht werden. Der hat nur ein großes Maul. Anscheinend. Schon ein bisschen mehr erwartet. Ui, was ist er denn? Ice Cap. Der ist auch niedlich. Der sieht cool aus, ja. Der hat so einen Schneeballkopf, so ein Eiskristall, Eiszapfen auf dem Kopf und eine Möhrennase. Okay. Vor allem, die dreht sich sogar. Das ist ja cool. Ja, voll das geile Equipment. Der verdient ein Kompliment. Ich wollte auch gerade sagen, also der verdient ein Kompliment. Ja, das ist genau das Richtige. Wir bemerken den großartigen Hut und Hut doesn't know, okay. So geht das, okay. Das ist aber witzig, was es immer so für Angriffssachen gibt. Okay, weiß nicht, ob er das Kompliment. Anscheinend ist ihm völlig klar, dass er einen tollen Hut hat, damit kann man ihn nicht beeindrucken. Andererseits, ich meine, wer so rausgeht, ne? Stiehl ihm mal die Dings, die Karottennase. Oh, wir versuchen erst den Hut, weil der Hut so toll ist. Ja, aber ist noch nicht schwach genug. Ah, Fashion Police. Er möchte auch einen Hut für seine Nase. Okay. Aber der Hinweis könnte sein, also dass er nicht schwach genug ist, dass man ihn angreifen muss. Ne? Kann er trotzdem mal ignorieren probieren, warum was dann passiert. Ja, vor allem kannst du mal checken. Vielleicht ist das halt der richtige Weg, weil er halt so sich für so toll hält, wenn man ihn ignoriert, das bringt ihn völlig aus der Fassung. Du hast vollkommen recht. Ja, das sieht schon verärgert aus. Ja.
Oh, ignoriere mal weiter. Hier. Ich glaube, das ist the way to go. Ja. Ja, guck, der. Ja, genau, Pläne. Das ist der richtige Weg. Das ist perfekt. Wir ignorieren ihn weiter. Tja. Welcher Hut? Ich sehe keinen Hut. I don't care. Oh. Verzweifelt ringt er. Also ist jetzt ganz das. Ja, gut. Tschüss hier. Geil. Sie sehen uns nämlich nicht. Ha, 13 Gold. Das ist aber cool, diesen den richtigen Weg zu finden mit dem. Das ist witzig, ne? Ja, das hat was. Schau mal in die Bude. Ach, rein. Doch, das wollte ich das eigentlich, stimmt, bevor uns da der komische Eishut da abgelenkt hat. Okay, da steht ein bisschen Text auf der Box drauf. Okay, eine. Eine sehr gut gecraftete Wachstation, ja. Okay. Google of Bild ist. Ja, wer wohl in All Caps? Ich denke, es war. Not dead. Kann es sein, dass das, dass diese beiden Skelett-Heinis, dass das auch irgendwie nur Kinder sind, die spielen? Das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, diese Bude, die wirkt so. Mal schauen, was das Schild sagt. No keine moving. Okay. Da, wer ist das denn? Okay, wir haben uns aber bewegt. Er kann nur Sachen sehen, die sich bewegen. Ist ein T-Rex oder was? Okay, er sagt, wenn sich irgendwas bewegt, wird es sich nie wieder bewegen danach. Okay. Oh, der sieht mal gefährlich aus hier. Das ist so ein Punkerhund. Doggo blocks the way. Doggo hat zwei Schwerter. Nee, das eine ist ja nur so ein Stab, womit er sich den Rücken kratzt. Das ist auch ein Schwert, glaube ich, mit dem er sich den Rücken kratzt. Wirklich, das ist kein echtes Schwert. Das ist so ein Rückenmassagegerät. Ja, und der hat hier so ein Muscle-Shirt an. Also Doggo ist nicht ohne. Was machen wir mit Doggo? Nur checken, nicht bewegen, weil wir wollen ihn ja nur checken. Aber wir können ihn doch nicht ihn anfassen. Das ist, doch, wir das, ihn nur checken. Der tut nur so böse. Wenn man ihn dann streicht, ist nämlich ein Stück. Nein, das, der sieht wirklich schon böse aus. Ja, wir checken. Er hat ja gesagt, nicht bewegen. Ja, aber wir haben es auch eh schon bewegt. Checken. Wir checken ihn mal. Doggo hat 13 Attack, 7 Verteidigung. Das ist cool. Und wird von Bewegung, das regt ihn schnell auf. Und seine Hobbys sind Eichhörnchen. Eichhörnchen. Unter anderem. Ist aber ein gutes gutes Hobby. Ich habe mich nicht bewegt. Dafür funktioniert das. Er findet nichts. Mach mal nochmal. Ja, aber nur weil ich mich. Also. Ja, check ihn mal aus. Süße, er greift nämlich auch nur mit einem Schwert an. Das andere ist ein Rückenmassagegerät. Ich glaube, das geht nur, das Bewegen bezieht sich, glaube ich, auf den Kampf hier. Das kann sein. Wir probieren mal, wir sind mal nett zu ihm, ja? Das geht so nach hinten los. Ja, guck, wie er sich freut, das sieht doch fröhlich aus. Stimmt auch wieder. I've been pet, wurde gestreichelt. Can you pet the dog? Das Geile ist, dass er danach auch gleich nochmal angreift. Ja, weil er so verwirrt ist. Guck, das ach, guck mal, das er wollte gestreichelt werden. Ach, verdammt. Ja. Das ist, siehst du, halt das auch. Auch wieder? Hunde, was war das? Hunde, die bellen, die beißen, nicht? Richtig, genau. Übrigens ein unfassbar schlechter Ratschlag. Das stimmt, Kinder. Wenn ein Hund liebe ganz Kinder, aufgeregt bellt, geht hin, der beißt nie. Haltet ihm die Hand direkt vors Gesicht. Ja, der beißt auf gar keinen Fall. Was soll da schief gehen? Ja, easy. 30 Gold für Doggo. Oh, er wurde gestreichelt. Wieso macht ihn fertig? Kann ich in die klingeln oder was? Hallo? Jemand da? Ja, da. Ich werde mal vielleicht so in die Hütte gucken. Oh, hier, guck mal, hier liegen ja so ein paar Hundesnacks. Ist so geil, dass der Hund halt trotzdem spricht, ne? Hörst du, man hat die Hunde. Hat die, geraucht. Die Hundesnacks geraucht. Fuck. Wer raucht denn Hundesnacks? Ja, manche Leute sind verzweifelt. Hat alles sind da geraucht. Was ist da denn los? Okay, das ist weird. Ich wette, am Ende ist er der Böse. Der Sans, der so nett ist. Du suchst immer nach dem doppelten Boden, habe ich das Gefühl. Ja. Hallo, du hast das Spiel angekündigt, unter dass das unser Mindfuck-Let's Play ist. Ich erwarte überall einen Mindfuck. Ich bin wide open to be Mindfucked. Mindfucked. Mindfuck me, Daddy. Fuck me. Fuck me good.
Ja, darauf müssen wir, glaube ich, noch eine Runde warten, eine Folge warten. Wie immer, dieses Vertrösten. Nächstes Mal wird es wirklich gut. Nächstes Mal lohnt sich es wirklich. Diesmal, der Arbeitstag war so anstrengend. Nächstes Mal gehe ich wieder. Ja, das kennt man ja. Ja, tut mir leid. Also, ihr habt es gehört, nächstes Mal wird super. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.